In St. Peter-Freienstein an der Eisenstraße versorgt Gerold Kohlhuber im Freiensteiner Hof seine Gäste mit einer ehrlichen, regionalen und vor allem schmackhaften Küche, deren Gerichte sich nach der jeweiligen Jahreszeit richten. So, Nara, das schneiden wir da Brünnwas. Gefüllte Rindsrouladen gibt es heute. Der Gerold, der erklärt gerade dem Schnupperlehrling, das ist in dem Fall die Lara, wie man richtig Karotten schneidet. Brünnwas nennt sich das und die Lara wird das während unseres Gesprächs schon ein bisschen vollziehen. Gerold, unsere Rindsrouladen, die sind ganz interessant gefüllt, nämlich mit Fleisch, mit Rindfleisch. Mit Rindfleisch nehme ich, ja, her. Unsere Bauern, was die Produzenten sind aus der Region, die beliefern wir immer mit unseren Produkten. Und das haben wir eine gefüllte Rindsroulade mit Faschierten und Gemüse. Aber das Gemüse kommt trotzdem hinein. Weil das Gemüse wird klein geschnitten, wird dann gemacht, ne? Ja, genau, das wird geschnitten, dann blanchiert und gehen wir nachher zum Faschierten dazu. Lara, eigentlich gehst du ja ins alte Gymnasium in Leoben und trotzdem schaust du das jetzt an, wie es in der Küche funktioniert. Was ist denn am Kochen so interessant? Ja, dass ich der Mama dann helfen kann beim Kochen und so. Der Mama helfen, ja, können und na, vielleicht wird das beruflich auch mal was, ne? Ja, vielleicht, ja. Ja? Und was weißt du denn schon? Spaghetti kochen kannst? Ja, und Kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn? Ja. Dann komm ich mal zu dir. Das Faschierte mit dem geschnittenen und blanchierten Wurzelgemüse sowie mit einem Ei vermischen, würzen und die geklopften Rindschnitzel mit Senf bestreichen. Das Faschierte mit dem Gemüse auf das Schnitzel legen, einrollen und mit Zahnstochern fixieren. Den Bärlauch in feine Streifen schneiden. Die Rouladen rundherum gut anbraten, Zwiebel mit Bärlauch anschwitzen und mit Milch ablöschen. Die Rouladen herausnehmen, den Bratensatz mit Rotwein ablöschen und mit etwas Fond oder Rindsuppe aufgießen. Zu den Rouladen geben und im Rohr bei 130 Grad einen Viertelstunden schmoren. Semmelwürfel mit der erkalteten Zwiebel-Milchmischung übergießen, mit Eiern und etwas Mehl abrühren, zu einer Rolle formen, in eine Folie eindrehen und im Wasser kochen. Dann noch anrichten und diese Spezialität der Eisenstraße genießen. Der Wein kommt nicht von der Eisenstraße. Der kommt nicht von dort, der kommt vom Weinland. Was ist das? Und zwar ist das ein Cuvée Zweigelt Otter vom Schölcher. Na, bitte. Prost.